Wie lang habe ich das nicht mehr gesagt? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und ja, Leute, ich bin wieder da, Leute. Ich bin wieder da. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Und es ist sehr, sehr viel passiert. Das habe ich alles mitbekommen. Ich habe sehr viel mitbekommen. Aber ich konnte leider nicht viel spielen im Urlaub, weil... ja, WLAN war jetzt nicht so oft vorhanden, aber das werdet ihr gleich alles sehen. Erst einmal möchte ich noch sagen, es wird am Montag wie immer 17 Uhr einen Livestream geben, jawohl. Aber es wird halt nur noch einen pro Woche geben, habe ich ja auch schon angekündigt, weil halt auch am Montag die Schule wieder losgeht. Und ja, und auch natürlich des Weiteren wird es morgen ein fettes Team-Upgrade geben, denn ihr seht ja 43,87 Millionen. Ich habe nichts an meinem Team verändert. Das werde ich alles morgen machen. Morgen wird es richtig, richtig nice. Es werden auch vielleicht noch ein, zwei Millionchen hinzukommen. Ich habe noch einen Spieler, glaube ich, auf dem Markt. Und ja, heute werden wir natürlich auch noch viele Packs öffnen. Vielleicht ist auch noch die ein oder andere Million mit drin. Man weiß es nicht. Vielleicht wird es ja nochmal was, ja, ganz Nices. Und noch einmal möchte ich mich wirklich bedanken für euren Support. Es ist ultra krank gewesen. Wir haben einfach schon über 600 Abonnenten. Und das einfach noch, ich dachte, ja, es ist erst nach den Ferien oder so. Irgendwann schaffen wir das. Aber dann sind es auch noch mehr geworden in der Zeit, in der ich im Urlaub war. Das ist einfach krank. Das ist krank. Ich dachte, ich mache D-Abos oder so. Aber es sind immer mehr geworden. Also wirklich vielen, vielen Dank. Natürlich, jetzt fragen bestimmt wieder alle, wann kommt das Abo-Special? Ich will das Abo-Special sehen. Ja, Leute. Bleibt mal ganz ruhig. Ich denke, ich werde das so machen. Das Abo-Special. Ich habe ja gesagt, es wird das aufwendigste Video auf meinem Kanal werden. So ist wieder was zusammengeschnittenes. Es wird kommen. Aber erstmal nicht in nächster Zeit vielleicht. Weil ich hatte auch in letzter Zeit die Lust am Schneiden daran irgendwie ein bisschen verloren. Aber ich denke, ja, vielleicht pushe ich mich nochmal und mache das nochmal. Aber vielleicht wird es so als zusammenhängendes Abo-Special so zu 700 oder 800 Abonnenten kommen. Aber auf jeden Fall, Leute, es wird kommen. Das steht auf jeden Fall fest. Ich hoffe, ihr seid auch hyped darauf. Ja, und Leute, jetzt gehe ich mal hier auf die Liga. Und ja, da ist mir nämlich auch was aufgefallen. 18 Mitglieder. Ja. Leute, ich weiß im Urlaub. Aber jetzt müssen wir wirklich mal wieder hier auch die Zügel anziehen. Wir wollen ja hier wieder eine krasse Liga haben, denn wir bekommen ja 900 Vorteilspunkte wirklich pro Sieg. Also wirklich richtig, richtig nice. Kommt in die Schacht-Army hier rein, kommt in die Liga. Wir bauen uns wieder was richtig Krasses auf, denn wir sind die Schacht-Army und wir können es auch schaffen. Auch wenn jetzt mal Sky zum Beispiel zwei Ligen eröffnet hat, glaube ich. Waren es zwei? Ich glaube schon. Aber das ist ja, Sky ist natürlich ein richtiger Ehrenmann, aber das kann ja uns auch egal sein. Wir können auch so überleben, auch wenn jetzt natürlich ein paar Leute zu Sky gegangen sind, was natürlich kein Problem ist. Aber trotzdem, wir können auch so überleben, wir können auch so wieder Leute dazu gewinnen. Heißt, Leute, kommt alle in unsere Liga. 18 Mitglieder sind wir. Wir gewinnen eigentlich recht oft. Letztes Turnier haben wir, glaube ich, leider verloren. Ja, okay, die letzten Turniere haben wir ein bisschen verloren. Aber ich denke, wenn wir mehr Leute sind, dann werden wir auch alle aktiver sein. Und also Leute, kommt gerne in die Liga. Es zahlt sich auch, denke ich mal, aus. Hier, ja genau, macht aus dem Schacht YT, kommt gerne rein. Das ist der Name und natürlich auch Ort beliebig, sonst findet ihr es nicht. Und ja, also Leute, kommt gerne in die Liga rein. Ich spiele jetzt auch wieder aktiv mit und... vielleicht ist ja der ein oder andere dann wieder mit hier in unserer Liga. Make the League great again. Ja, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt geht's rein auch in die Packs. Ich denke, viele Leute haben auch drauf gewartet. Natürlich die Packs. Die Packs, die kommen jetzt. Und ich bin auch auf jeden Fall ziemlich hyped da drauf. In diesem Spiel habe ich meistens nie was gezogen. Ich kann euch mal zeigen, was ich alles so gespielt habe. Ich bin jetzt sehr stark eigentlich vorangekommen. Ich habe insgesamt zwei Memories spielen können. Da werden wir auch dann noch einen 87-Plus-Spieler bekommen. Ich kann euch mal zeigen, hier im Retro-Raum. Ich habe ein bisschen was spielen können, aber nicht viel. Ich habe jetzt irgendwie... ich bin auf keinen Spieler gegangen. Ich bin hier einfach nur nach vorne gegangen. Und wenn wir hier nochmal jetzt auch gleich gemeinsam noch was öffnen, ist ja ganz klar. Und dann kriegen wir auch noch Arcade-Krallen und so ein Zeug. Bei Arcade-Krallen muss ich sagen, dass ich leider keinen garantierten Spieler mehr bekomme, weil ich einmal verloren habe. Ihr seht ja, 50 steht da.
Und es werden noch zwei Packs dazukommen, weil wir noch 200 Arcade-Krallen-Punkte dazu bekommen. Und ich habe bisher dreimal geöffnet. Ich habe einmal hier den 87er Same gezogen. Oder zweimal die 52k. Also yeah, das ist lächerlich. Aber vielleicht haben wir gemeinsam ein bisschen mehr Glück. Okay, aber erstmal denke ich, gehe ich jetzt hier auch in den Retro-Raum. Genau. Und öffne hier was, danach noch Retro-Memory und auch die Arcade-Kralle. Und dann geht's auch noch rein in die Champions League. Also Leute, wir machen so viele Packs gibt's heute. Ich hoffe natürlich, ihr seid richtig, richtig hyped drauf. Ich bin auch mega hyped drauf. Und wir kriegen hier erstmal 350k Münzen. Leute, Münzen immer richtig nice, weil morgen Team-Upgrade. Das wird vielleicht nochmal richtig krank. Ich sag euch erstmal nicht, was ich für Spieler mir holen werde. Das werdet ihr dann alles, denke ich mal, sehen. So, 100.000 XP, das ist auch ziemlich nice. Da kann man noch mal ein bisschen was damit machen. Okay, weiter geht's hier. Wir bekommen jetzt hier noch die, genau, Arcade-Token. Und danach, ja, die Skill-Boosts werden wahrscheinlich nichts mehr. Weiter geht's hier natürlich auch leider nicht. Das heißt, wir gehen jetzt auch rüber hier zur Arcade-Kralle. Und jetzt gehen die Packs los. Leute, ich hoffe, ihr seid hyped. Safe kriegen wir am Anfang ein paar 80er, aber wenigstens ein 90er wäre doch schön, oder? Wenigstens ein 90er könnte ich mir vorstellen. Vier Packs haben wir und let's go, Leute. Ich bin hyped. Ich bin hyped. Okay, erstes Pack. Bitte keine 250k Münzen wieder. Ich hab die so oft gekriegt. So, gönn. Und es sind wieder 250k. Mann, das dritte Mal. Ich habe jetzt zum dritten Mal 250k. Das kann doch nicht sein. EA, Alter, wenn ich jetzt wieder 250k kriege, dann zweifle ich mich aber komplett an. So, komm. Nächstes Pack. Komm. Bitte EA. 90 plus. Gönn. Blazikowski. Okay, Jakub Blazikowski. Grüße gehen raus an Keinsen. Ist in Ordnung, immerhin ein Spieler. Leute, immerhin ein Spieler. Aber ich kriege jetzt so safe wieder hier die Skill Boost. Komm, aber bitte komm. Yay. Tief durchatmen. Okay, nächstes Pack. Gönn, jawohl. Puki. Okay, immerhin meine Stimme auch wieder. Immerhin gibt es jetzt hier mal ein paar ordentlich auch animiert. Ich glaube, sind die alle animiert? Ich weiß nicht. Ja, doch, da. Ja, sind alle animiert. Ja, moin. Okay, Leute, letztes Pack nochmal. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Spieler, ich weiß nicht. Oder safe kriegen wir aber die Münzen. Ja, Leute, safe Münzen. Aber komm, EA. Vielleicht jetzt nochmal das letzte Pack nochmal ordentlich machen. Vielleicht, bitte, komm, gönn. Ja! Ja! Jawoll! Cyprien! Oder William Cyprien gezogen. Ja! Wenigstens eine 90 plus. Nice, Alter. Das ist nice. Sehr, sehr nice. Ja, ich denke nicht, dass ich jetzt noch Arcade irgendwas bekommen kann. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja noch was. Ich gucke jetzt erstmal nach, wie dieser Cyprien, wie viel der wert ist. Dass ich den noch verkaufen kann, ist ja ganz wichtig. Cyprien ist, na doch, vielleicht 1.900.000, ist doch eigentlich ganz nice. Puki ist bei, okay, 52.000, Blazikowski auch und na, 200k. Das ist eigentlich ganz nice. Eigentlich ganz nice, was wir hier bisher gezogen haben. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal in die Champions League. Aber nein, vorher habe ich noch Retro-Stuff. Ganz was vergessen hier. Retro-Memory. Da kann ich auf jeden Fall auch noch was öffnen. Da gibt es nochmal einen schönen Spieler. Ich hoffe, auch da seid ihr hyped drauf. Denn, was brauche ich dafür? Mein Team wird höchstens 80 Guests haben. Das war's komplett. Das heißt, Leute, ich mache jetzt erstmal ein 80-Guest-Team. So, dann habe ich mir jetzt auch erstmal ein 80-Plus-Team erstellt. Und das bedeutet, wir sehen uns jetzt auch beim Endstand wieder. Okay, Leute, ich habe ja natürlich gewonnen. 9 zu 8 habe ich gewonnen. Und das heißt, welchen Spieler bekommen wir? 87-Plus heißt's. Und wir bekommen, gibt's eine Pack-Animation? Ja, gibt's. Okay. Let's go. Ich bin gehypt. Vielleicht gibt's ja noch mal was Ordentliches. Vielleicht gibt's ja noch mal 90-Plus. Das wäre richtig nice. Also komm. Yay, gönn. XP und ihr könnt 88er Frieser, Dominik Frieser. Ja, okay, war eigentlich klar, dass ich nichts Gutes mehr ziehe. Mal schauen, was jetzt nochmal hier in der Champions League gegönnt wird. Vielleicht gönnt ihr nochmal in der Champions League.
Ich habe 4 Packs, oder 4 80 plus Packs. Ich habe bis dorthin überall hingespielt, aber halt, ja, noch nichts abgerufen. Immer hier den UCL-Spieler noch nicht abgerufen. Das heißt, 4 Spieler haben wir jetzt. Vielleicht gönnt ja EA hier nochmal. So ein 85 plus wäre doch ganz nice, oder? Was kann man hier denn alles ziehen? Was ist denn der schlechteste? Okay, Rodrigo wäre der schlechteste. Also 85 plus wäre schon ziemlich nice, würde ich sagen. Okay, Leute, ja, der erste Spieler ist am Start. Bitte. Pack-Animation, gibt's eine Pack-Animation? Nein, gibt's nicht. 84er. 84er Chervi. Okay. Es gibt also keine Pack-Animation, was ich schade finde. Aber es gibt einen 84er Chervi. Ist okay vielleicht sogar. 80 plus. Für 80 plus ist er in Ordnung. Ist er in Ordnung, aber ja, jetzt nicht so ganz überragend. Okay, nächster Spieler, komm. Nächster UCL-Spieler. Gönn, EA. 83er Lukiyama. Oder wie heißt der? Wie heißt der? Luyendama. Okay, Luyendama 83. Puh. Komm, noch einmal 85 plus EA. Komm. Bitte, bitte, EA, gönnt. Nächster Spieler, komm, gönnt EA. 84er. Was? Ren Adelaide. Ren Adelaide, okay. Die haben ja alle eh schlechte Stats, weil die ja von früher sind. Ah, komm, Leute, letztes Pack nochmal. Vielleicht gönnt ja EA nochmal. Komm, bitte EA, letztes Pack. Gönn, gönn. Und 87er. Jawoll, Umtiti. Jawoll, 87er, Umtiti. Sehr nice. Das ist echt nice. FC Barcelona natürlich. Umtiti, gleich mal gucken. Ist der irgendwas noch wert? Aha. Bestimmt nicht, oder? Bestimmt sind die alle nicht mehr so viel wert, weil die halt jeder ziehen kann. Umtiti, komm. Na komm, ich fange mal mit dem niedrigsten an. Wie viel ist denn der wert? Okay, 250.000 so vielleicht. Rainer Leide, ja, auch so. Chervi, auch so. Komm, jetzt Umtiti, gönn. Oh, nee, nichts wert. Schade. Und dieser Frieser, ist der noch irgendwas wert? Nee, auch der ist nichts wert. Aber Cyprian immerhin. Immerhin Cyprian und der ist über 1 Million. Also Leute, morgen wird es das 45 Millionen, 45 Millionen Coin Team Update geben. Ich weiß noch nicht ganz, wie viel es jetzt genau werden, aber das werdet ihr alles an morgen sehen, auch welche Spieler ich mir abholen werde. Und seid auf jeden Fall am Montag im Livestream mit dabei. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Neues Emoji, mach auf den Block. Dankeschön.